kurz drei Themen: Arbeit, Bildung, Soziales. Alles unter dem Thema soziale Gerechtigkeit. Mehr soziale Gerechtigkeit im Arbeitsmarkt. Schluss mit diesen Niedriglohnjobs. Begrenzung der Leiharbeit. Schluss mit dieser auswuchernden Minijobgeschichte. Zum Thema Bildung. Wir müssen früher anfangen, früher fördern. In der Krippe und in die Kitas stärker investieren und dann Ganztag auch für alle Schulformen, nicht nur für Einzelne. Und im sozialen Bereich will ich nur ein Beispiel nennen, was ganz schlimm ist. Wir haben ein Riesenproblem in der Pflege. Da müssen wir endlich handeln und nicht wie die Landesregierung einfach nur zuschauen. Vor Ort sein, mit den Menschen reden. Und genau diese Vorstellung, die wir haben in Niedersachsen, was wollen wir verändern, dass den Menschen näher bringen, seine Riesenchance ist. Er ist vor Ort. Und er ist jemand, der auf die Menschen zugehen kann und mit den Menschen reden kann. Ich glaube, das ist sein Fund, mit dem er wuchern kann, und damit kann er es schaffen. Und welche Chancen räumen Sie ihm ein? Realistische. Das ist nicht einfach, aber es ist noch nichts verloren. Da muss man ganz, ganz hart für kämpfen. Aber wir haben das ganz oft gesehen, auch bei Kommunalwahlen, wer Hausbesuche macht, wer direkt vor Ort ist, wer sich viel um die Menschen kümmert, der hat gegen den Trend oder gegen die bisher angenommene Mehrheit eine Chance zu gewinnen. Ich traue ihm das zu und ich würde ihn an jeder Stelle dabei unterstützen.